Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass du wieder dabei bist. Hoffentlich haben wir am Ende dieser Folge noch eine Kolonie oder Kolonisten, die die Kolonie bewirten oder, ihr wisst schon, was ich meine. Weil wir werden angegriffen und das von einer nicht gerade kleinen Gruppe, die ist genauso groß wie die Anzahl unserer Kolonisten, nämlich 5 Stück. Und wir hätten hier eine relativ gute Bewaffnung auch, und zwar hätte hier die Macy einen Brandgeschosswerfer, Raven hat eine Pistole, Crowan hat eine schwere Maschinenpistole, genauso wie Hakuya, und Fiddler hat Splittergranaten. Also das dürfte spannend werden. Ich lasse die Zeit jetzt mal gerade nicht weiterlaufen, weil ich möchte mal kurz mit euch spekulieren, welchen Weg die Angreifer nehmen könnten, um unsere Kolonie anzugreifen. Die bereiten sich ja momentan noch vor. Und sie haben im Grunde mehrere Möglichkeiten. Sie könnten hier durchlaufen und hier zur Kolonie stoßen oder auch den noch weiteren Weg hier oben gehen. Oder, also das wäre Möglichkeit 1 und 2. Und die Möglichkeit 3 ist, sie kommen hier durch und ich hoffe, dass sie hier durchkommen, weil wir haben hier eine schöne Engstelle und wir hatten hier auch schon mal eine Schlacht, die wir auch relativ erfolgreich bestanden haben. Ich würde daher jetzt mal aus rein spekulativen Gründen die Kolonisten hier in Position bringen und wirklich hoffen, dass das so dann auch stattfindet. Wenn sie dann andersrum gehen sollen, also angenommen, wir stehen jetzt gleich hier und die machen sich auf den Weg und kommen dann halt hier lang, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, unsere Leute von hier rüber zu ziehen, weil der Weg ist relativ lang, wir haben das kürzere Stückchen vor uns und können uns hier positionieren. Auch diese Position ist mit einigen Ecken und Kanten relativ schön für uns. Wir haben ein schönes freies Schussfeld hier auf die Angreifer. Das ginge halt eben auch. Ich hoffe aber, dass sie hier durchkommen. Das gefällt mir irgendwie besser. So. Und ich würde sagen, also die bereiten sich noch vor. Wir können jetzt noch mal ein paar Minuten vergehen lassen. So, und jetzt würde ich sagen, aktivieren wir unsere Leute schon. Also paar Ingame-Minuten meine ich natürlich. Und wir schicken alle Kolonisten erst einmal hier hin. Müssen erstmal die Waffen ziehen und dann schicken wir sie hier hin. Und ja, ich hoffe, wir kriegen es hin. So, laufen wir ein bisschen schneller. Und dann würde ich sagen, planen wir mal kurz die Position. Wer fehlt denn jetzt noch? Marcel hat ein Messer. Also, den Marcel stelle ich hier hin. Und die Nina, die kommt dann hierhin, würde ich sagen. Und sollten wir, also wir schießen von hier. Und wenn Leute hier durchkommen und an dieser Stelle vorbeikommen, dann können wir von hinten mit unseren Nahkämpfern ran. Oder halt auf jeden Fall schnell eingreifen. Und die Fernkämpfer etwas weiter weg postieren. Wir hätten hier einmal Mia, das ist unsere beste Schützin, die auch das beste Gewehr hat, das Überlebensgewehr. Die stellen wir ganz weit hier hinten dran. Goofy mit der Schrotflinte muss ein Stückchen näher. Ich würde mal sagen, hier. Und Gertje hat eine Pistole, die muss auch ein bisschen näher dran. Die stellen wir hier hin. So, ganz langsam jetzt mal. Marcel ist noch unterwegs. Jetzt gucken wir nochmal Mia, Goofy. Obwohl, ich würde tauschen. Ich würde Goofy da oben hinstellen und Gertje hier. So, das gefällt mir besser. So, jetzt muss nur noch Marcel rein. Ah, die Maispflanze ist ja vor. Ich dachte schon, sie beginnen den Angriff. Aber nein, das sind nur irgendwelche Pflanzen, die jetzt erfrieren, weil es zu kalt ist. Das ist aber nicht schlimm. Das ist jetzt nicht schlimm. Wir haben Kälteeinbruch. Kartoffel erfroren. Ja, wir müssen jetzt hier warten. Die bereiten sich ja doch vor. Vorgreifen will ich da jetzt nicht. Oh, sie greifen an. Okay. So, dann schauen wir mal. Oh nein! Ah, das ist jetzt ja ganz schlecht. Ah, wieso denn? Die teilen sich auf. Scheibenkleister. Also, dieser Weg hier ist relativ kurz. Macy ist aber unglaublich langsam. Das war nicht schlimm. Wir werden hier auf jeden Fall einen oder zwei erschießen können. Und dann müssen wir halt den Kampf auf der Rückseite aufnehmen. Die sind hier noch relativ lang unterwegs. Wir werden hier den Kampf schon aufnehmen, bevor die hier sind, sage ich jetzt mal. Und dann können wir uns immer noch umorientieren. Steine geben mir auch ein bisschen Deckung.
Also schon ein bisschen blöd. Vor allem auch, dass Macy jetzt so langsam läuft da. Nicht gut, nicht gut. Wir gucken, was passiert. Hakuya hat die schwere Maschinenpistole. Na gut, dann mal los. Es geht los. Goofy kann nicht feuern. Wir stellen Goofy hier hin. Aber Goofy ist getroffen worden. Alles klar. Nummer 1 ist down. Hakuya ist tot. Eine Maschinenpistole gehört schon uns. Und was ist mit Goofy? Welche Verletzung hat er? Linker Arm. Schuss in den linken Arm. Kein Problem. Das halten wir aus. Jetzt kommt Macy noch. Aber von hinten kommen die anderen. Jetzt schon umorientieren oder nicht? Das ist die Frage. Ja, wir müssen. Also das schaffen die. Mia stellt sich hier hin. Nahkampf, okay, kannst du kriegen. Marcel auch. Dann geht Goofy nämlich jetzt hierhin. Und Gertje mit der Pistole dorthin. Oh, und die gehen tatsächlich hoch zur Kolonie. Wir haben den zweiten Tod, das ist gut. Da ist Fiddler. Wieso kommen die nicht runter? Was wollen die denn da oben? Hallo? Wir können sie gar nicht angreifen, sie laufen weg. Okay, also, nochmal gucken. Macy ist tot, wir haben also auch einen Brandgeschosswerfer. Na wunderbar. Jetzt müssen wir uns irgendwie noch um die anderen kümmern. Fiddler hat, der greift auch die Holztür an. Ja, das nützt ja alles nichts, da müssen wir hinterher. Wobei, ich habe eine Idee. Wir positionieren uns mal hier jetzt. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wenn wir die da oben jetzt beschäftigen lassen, also sich, die können ja da oben sich austoben, wenn wir jetzt Fiddler erledigen, Mia geht hier hin, Mia geht hier hin, Goofy geht dahin, Gertje geht dahin, Goofy geht dahin, Nina blockiert das Stück da, so, jetzt aber. Könnt ihr mir vorstellen, wenn wir den jetzt tot kriegen? Okay. Wir müssen alle weg. Wir müssen alle weg. Und zwar, die Steine machen langsam, gehen wir in diese Richtung. Lauf, 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 lauf. Lauf! Okay, alles klar. Und weiter angreifen. Alles klar, der ist tot. Und ich hab's gewusst. Die fliehen. Die fliehen, es ist ihnen zu viel. Wir können aber noch weiter angreifen. Und das ist nämlich jetzt gut, dass wir hier stehen. Okay, tot. Wo ist der letzte? Ah, Raven zieht nach Norden ab. Okay. Ah, das ist gut gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Aber wir haben sogar einen, der bewusstlos ist. Und zwar Fiddler. Schauen wir mal, was das für einer ist. Oh, sehr guter Fern- und Nahkämpfer. Verweigert geistige Arbeit, fürsorglich, sozial und handwerklich. Na, supi. Na gut, der kann tragen und reinigen. Ist ein Kannibale, hässlich und ein sorgfältiger Schütze. Den können wir auch zur Jagd schicken. Von daher werden wir den mal auf jeden Fall fangen. Das macht Gerd hier. Ah, wir haben kein Gefängnis. Wir haben ja hier oben ein Zimmer sowieso noch frei. Das würde ich dann mal jetzt zum Gefängnisbett machen. Und dann kann Gerd hier das normal machen. Beziehungsweise lassen wir erstmal wieder normal laufen, fangen. Dann nehmen wir hier die Splittergranate. Moment, wir müssen erstmal wieder alle laufen lassen. So. Und jetzt machen wir es so. Nina nimmt die Pistole mit. Tragen, so soll es sein. Goofy nimmt die Splittergranaten mit. Ach, Goofy trägt nicht, oder was? Ich möchte die nicht ausrüsten, ich möchte die einfach nur tragen. Ach, die sind noch verboten. Ja, ja. Die Feinheiten. So. Tragen. Und hier hatten wir doch auch noch was liegen, genau. Und da auch noch. Also, die Ausbeute ist gut. Die Ausbeute ist wirklich gut. So, du trägst das. Goofy schnappt sich dann hier den Brandgeschosswerfer. Und Marcel nimmt die schwere Maschinenpistole. Sehr schön. Dazu ziehen wir die Leute alle noch aus, zumindest die Toten. Weil die Klamotten nehmen wir natürlich und wir lassen die Leichen sonst erstmal liegen hier.
Ich lege jetzt nicht gesteigerten Wert darauf, denen ein schönes Begräbnis zuteil werden zu lassen. Okay, so, wer trägt jetzt gerade... Gertje trägt doch da. Dann schauen wir mal, dass der gut untergebracht wird. Sehr schön. Behandlung benötigt, das wird Mia dann gleich unternehmen, schätze ich. Jawohl, versorgt Fiddler. Und unsere Leute sind nicht schwer verletzt, hoffe ich. Wir schauen jetzt nochmal drüber. Ein Schuss in den linken Arm und Marcel hat eine Prellung an der linken Faust. Nee, am linken Bein. Alles relativ einfach. Und eine Rettungskapsel. Wir haben den Absturz einer Rettungskapsel registriert. Wenn jemand den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Du kannst ihn retten und ihn dann seiner Wege ziehen lassen oder fang ihn ein, wenn du ihn rekrutieren oder versklaven möchtest. Akumu. Ein männlicher Weltraumflüchtling. Oh, ja. Ziemlich guter Durchschnittscharakter, würde ich sagen. Verweigert einfache Arbeit und sozial. Ja, aber Tiere... Naja, der Rest ist wirklich tatsächlich durchschnittlich. Aber der kann zur Not dann halt eben auch... Ah ne, er kann eben nicht tragen oder reinigen, weil das ist einfache Arbeit. Aber gut, den können wir durchaus gebrauchen. Also ich würde ihn jetzt retten. Und ich werde ihn tatsächlich retten, weil es gibt noch eine neue Funktion in Alpha 15. Und zwar können Charaktere jetzt gerettet werden. Jemand, der versorgt gerade Goofy. Sie versorgt gerade Goofy, dann macht Nina das. Retten. Weltraumflüchtlinge, die auf den Planeten stürzen, so wie dieser hier, die gerettet werden, treten mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent, die ich momentan aber nicht kenne, die Zahl, nach der Rettung und Versorgung nämlich der Kolonie bei. Wir sparen uns also das Anwerbegespräch. Es kann natürlich sein, dass er uns nicht beitritt, ja, aber es kann eben halt auch sein. Und naja. Wollen wir einfach mal drauf hoffen, dass es funktioniert. Wir wollen ja die Features von der Alpha 16 auch so ein bisschen testen, von daher gucken wir uns das jetzt einfach mal an. So, wir müssen mal noch so ein bisschen an unserer Kolonie weiterwerkeln. Ich würde mal langsam so ein paar Wände ziehen, damit wir hier so einen Innenraum haben, der langsam auch den Namen verdient. Das heißt, ich mache mal hier zu. Ich ziehe mal die Wand hier weiter und mache hier dann auch mal zu. Und hier machen wir auch zu. Und dann erweitern wir halt eben dort, wo es nötig ist. So, Fiddler kann wieder laufen. Das ist ja schon mal schön. Warme Kleidung benötigt. Wer? Mia. Ja, Nina ist ja dabei, noch Staubmäntel zu nähen. Nina könnte sich aber doch einen von den Staubmänteln nehmen, die hier fertig sind. Die sind zwar nicht in der super Qualität, aber immer noch besser als das, was sie anhat wahrscheinlich. Mia geht dann auch nochmal los und zieht sich hier den üblen Staubmantel an. Jetzt sind es 3 Kolonisten. Moment mal. Ein Moment mal. Was ist denn da jetzt los? Du hast ein T-Shirt, du hast einen Staubmantel, du hast eine Hose. Der Staubmantel hat eigentlich einen besseren Wert. Wenn es um die Temperatur geht. Isolierung Hitze, Isolierung Kälte. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, wir machen das anders. Ich lösche die erzwungenen Sachen hier. Dann sollen die sich einfach das nehmen, was sie haben wollen. Ah, Goofy hat sich vollständig erholt. Das ist gut. So, ach guck mal, hier läuft der Akumu rum. Das ist ja schön. Mal gucken, ob er bleibt. Würde mich freuen. Sieht eigentlich schon fast so aus, ne? Er hat sein Bett hier schon. Schauen wir einfach mal. Krankenstation ist sicherlich auch eins der nächsten Ziele. Die Heizkörper für... Wir brauchen dringend Stahl. Ganz dringend brauchen wir Stahl. Ich würde mal hier noch einfach mal so eine Linie durchziehen. Ich habe so einfach mal das Gefühl, dass das hier alles Stahl ist. Und wir es deswegen gut abbauen können. Dann sparen wir uns den Weg hier außen rum. Das ist zwar nicht so weit, aber... Goofy, was machst du wieder? Ah ja, trägt Stahl. Ach, da liegt auch noch was rum. Gut. Bauteile liegen da noch rum. Ich habe auch irgendwo vorhin Raumschiffteile gesehen. Da, genau. Die werden wir uns auch aneignen. Allerdings nicht gerade beim Kälteeinbruch. Das können wir dann vielleicht im Frühling machen.
Das eilt jetzt nicht so sehr. Naja, und wenn wir da die Türen zumachen, also die Wände zumachen, müssen da natürlich auch Türen rein, damit die Kolonisten durch können. Zwar nicht überall zwingend nötig, hier oben zum Beispiel, aber ich mache das jetzt der Einheitlichkeit halber. Ist ja alles Holz, haben wir nachwachsend. Ah ja, das mit der warmen Kleidung ist jetzt hinüber, also die Meldung ist weg. Das heißt, die haben sich wieder irgendwelche Sachen genommen hier, die wahrscheinlich besser sind. Und ja, jetzt haben sie zwar weiterhin die Staubmäntel an, aber scheinbar ist das in Ordnung. Weil Gertje hat jetzt was anderes an. Gertje und Marcel haben beide was anderes an. Also wir werden mal noch ein paar Sachen schneidern. Wir haben ja hier noch zwei Staubmäntel in der Queue. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal... Machen wir noch mal ein paar Parkers dazu. Machen wir einfach mal 4 Parkers dazu. Und dann läuft das schon. Ja, die Wände sind schon fertig da. Da oben auch. Dann ist es nur noch dieses Stückchen hier. Und dann dürfte hier auch gleich ein Dach errichtet werden. Ich glaube, sobald das zu ist, wird hier ein Dach errichtet. Sehr schön. Hier könnten wir eigentlich mal aufstocken. So ein bisschen mehr Nahrung. Wenn ich hier mal von 70 auf... Ja, nehmen wir 120, auf 120 gehe. Und hier bei 60 anfange wieder loszukochen. Dann haben wir ein bisschen mehr Nahrung im Lager liegen, das ist immer gut. Uns fehlt eigentlich nur der Stahl hier für die Heizkörper und natürlich auch für die restlichen Kabel. Für diese beiden Anlagen noch. Bauteile haben wir noch 6, das ist sehr wenig. So, jetzt ist wieder warme Kleidung benötigt. Und zwar bei mir. Komisch, ne? Es ist mal ist es dran, mal ist es nicht dran. Ich denke, es hat auch was mit der Temperatur zu tun. Vielleicht ist 15 irgendwie so ein Schwellwert. Alles klar, ein Händler. Eine Karawane von Terfobo, menschenähnliche Vereinigung, nähert sich. Sie sind ein Händler exotischer Güter. Sie werden ein paar Tage in deiner Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Apropos weiterziehen, wo ist denn Akuma? Hat uns scheinbar verlassen. Ja, schade. Okay, also das mit dem Retten, naja. Naja, was soll ich dazu sagen? Goofy hat das Risiko eines Nervenzusammenbruchs schon wieder. Das ist immer noch das Schlussmachen mit Nina. Das ist allerdings in 7 Tagen erledigt. Ansonsten geht es unseren Leuten relativ gut. Schauen wir mal. So, einer muss jetzt auf jeden Fall raus und mal kurz Handel treiben. Ich guck mal gerade, wer das gut machen könnte. Wer ist denn unser Schambolzen? Sozial 9. 9. Also Goofy oder Mia. Goofy hat eine schlechtere Stimmung. Wecken wir Mia auf. Und schauen mal. So, also erstmal werden wir ein paar Sachen los, denke ich mal. Auf jeden Fall kaufen wir Bauteile. Ich nehme mal 10 Stück. Das ist recht teuer. Hoffe, dass wir etwas verkaufen können. Aber wir können das schäbige Holzbett verkaufen für 22 Silber. Immerhin nicht schlecht. Und was haben wir hier? So, die üblen und schäbigen Sachen, die werden wir auch los. Schau mal hier, der Staubmantel, schäbig, der ist 139 wert. Die schlechte Stoffjacke kommt weg. Und der schlechte Staubmantel kommt auch weg. Und dann machen wir schon Gewinn hier. Aber richtig dick. So, die Syngarn-Jacke kommt weg. Der üble Staubmantel kommt weg. Und die Wagfellhose auch. Schau mal, 708 und wir kaufen noch Bauteile einfach. Okay, 15 hat er dabei. Haben die Stahl dabei? Gucke ich mal gerade kurz. Kein Stahl, wenn ich das richtig sehe. Nur Plastahl. Naja, nur ist gut. Aber das ist, denke ich, okay vom Handel her. So machen wir es. Glitzerweltmedizin kaufe ich nicht. Normale Medizin würde ich jetzt sogar tatsächlich welche kaufen. Aber das lasse ich mal so. Okay. Ja, 577 Silber. Wir haben 15 Bauteile gekauft. Das finde ich in Ordnung. Dann darf die Karawane auch gerne weiterziehen. Fiddler hat sich vollständig erholt. Das heißt, wir müssen hier ein normales Bett draus machen, damit er sich auch wieder da reinlegen kann. Sonst benutzt er das nicht und schläft auf dem Boden. Ja, in unserem Lager sieht es ja relativ gut aus. Ich denke mal, wir haben genug Strom, um eine Lampe anzumachen.
Kartoffeln wachsen in diesem Fall relativ schnell. Dann würde ich mal die Kartoffellampe anmachen. Nur, es muss warm werden dazu. Dazu muss die Heizung laufen. Beide müssen laufen. Und wir müssen dann bald die Schalter erforschen, weil ich möchte hier natürlich dann Schalter einrichten. Ein Schalter, der alle drei Felder quasi verbindet oder vereint in einen Strang. Und der dann nachts automatisch abschaltet, damit wir nachts Strom sparen. So, wir haben ein bisschen untätig. Wir könnten natürlich mal ein bisschen was jagen. Ist im Winter... Aber hier ist das Riesenfaultier. Das gibt relativ... Oder was heißt relativ? Das gibt unglaublich viel Fleisch. Muss mal gerade eben was nachsehen. Wie wir... Habe ich da nicht mit dem Bergbau... Hatte ich doch was geändert. Genau. Wir müssen nämlich auch wieder forschen noch so ein bisschen. Okay, wird aber gemacht. Wenn nicht zum Bergbauen ist, wird ja irgendwann geforscht. Ja, wir lassen das erstmal so. Und ich jag mal hier dieses Riesenfaultier. Das bringt viel Fleisch und dann hat Mia was zu tun. Und dieses Raumschiffteil, das werden wir auf jeden Fall abreißen. Das bringt viele Bauteile. Ah, ich hatte recht. Hier geht's komplett durch mit dem Stahl. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen großflächiger abbauen. Ja, schade. Ich dachte, wir werden noch sehen, wie, was dahinter liegt. Aber nein. Gut. Ja, nee, scheint genau richtig zu sein. Nee, passt so. Können wir so lassen. Haben wir den Stahl ja auch weg. Gut. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin froh, dass wir den Überfall am Anfang relativ einfach handhaben konnten. Da ist ja nicht viel angebrannt aus unserer Sicht. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.